Er tanzte mit Elizabeth Taylor, drehte mit legendären Hollywood-Regisseuren wie Billy Wilder und spielte in Buchverfilmungen von Tennessee Williams. Kirk Douglas war der letzte Schauspieler einer Zeit, die längst Filmklassik ist und deren Akteure Stars waren, wie es sie heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Jetzt ist Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren gestorben und wird vielen von uns vor allem in einer Rolle für immer in Erinnerung bleiben. Verena Bünden berichtet. Im Film wie im Leben war er ein Underdog, der sich durchbeißt. Kirk Douglas, 1960 in seiner Paraderolle Spartacus. Willensstark, kraftstrotzend, unbeugsam, auch in der Niederlage. I was like champion, trying to punch my way to success. Ich war wie ein Boxer, wollte mich durchschlagen zum Erfolg. Ich wollte nicht, dass die Leute "Hey, du" rufen. Ich wollte, dass sie sagen, Mister. Der Sohn jüdisch-russischer Einwanderer musste sich seine Karriere hart erkämpfen. Als Ringer auf dem Jahrmarkt verdiente sich Douglas das Geld für die Schauspielausbildung. Der Star mit dem markanten Grübchen am Kinn spielte in mehr als 80 Filmen, und zwar am liebsten die Bösewichte und Draufgänger. Dreimal war er für den Oscar nominiert. 1996 bekam er ihn dann letztendlich für sein Lebenswerk. Heute Nacht liebe ich euch alle. Da war er schon von einem Schlaganfall gezeichnet. Hollywood-Star Michael Douglas trauert um seinen Vater und schreibt auf Instagram: Ich liebe dich so sehr und bin stolz, dein Sohn zu sein. Mit 103 Jahren ist Kirk Douglas, der letzte Held aus Hollywoods goldener Ära, gestorben.